Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Two Point Hospital. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben beim letzten Mal hier das Krankenhaus in Flottering fertiggestellt. 3 Sterne haben wir uns wieder gegönnt. Und jetzt haben wir hier die Qual der Wahl, Tumble und oder die Mitten University. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach Hogwarts und gucken mal, was da so los ist. Die Heimat einiger der hellsten Köpfe im Two Point County. Es mag hier etwas kalt sein, ist aber der perfekte Ort, um neue Technologien zu entwickeln. Die Universität und Forschungsklinik Mitten. Gut, ja, da würde ich sagen, gehen wir hin, starten hier einfach mal direkt rein, gründen unser Krankenhaus und gucken, was passiert. Ich meine, neue Dinge zu erforschen ist auf jeden Fall ja schon mal ziemlich nice. So. Der Rektor der Mitten University ist von unseren Fortschritten beeindruckt. Man hat uns eingeladen, für die Universität ein Forschungs- und Ausbildungskrankenhaus aufzubauen. Das ist eine tolle Chance für uns. Wir können eine Forschungsabteilung aufbauen und neue Technologien entwickeln. Siehst du, das ist doch schon mal schön. Wir werden jedoch nur Medizinstudenten und Krankenpfleger einstellen können. Deshalb müssen wir für Weiterbildungsmöglichkeiten sorgen. Die Universität wird uns für jeden Mitarbeiter, den wir weiterbilden, und jedes Forschungsprojekt, das wir abschließen, zusätzliche Mittel zukommen lassen. Zuallererst brauchen wir aber eine Forschungslizenz. Das Ministerium wird uns sie gewähren, wenn wir unsere technologische Kompetenz durch den Aufbau eines Krankenhauses mit einigen verbesserten Maschinen demonstrieren. Okay. In diesem Teil des Countys ist es sehr kalt. Wir sollten zusätzliche Heizkörper einbauen, damit die Leute im Krankenhaus es warm haben. Alles klar. Dann wollen wir nochmal gucken. In einigen Teilen ist es sehr kalt, in anderen sehr heiß. Heizkörper freigeschaltet. Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Patienten wohlfühlen, indem wir sicherstellen, dass es nicht nur zu warm und nicht zu kalt ist. Patienten, die frieren oder schwitzen, werden irgendwann unzufrieden und verlassen früher oder später das Krankenhaus. In kalten Gegenden solltest du Heizkörper überall im Krankenhaus platzieren. In heißen Gegenden brauchen wir Klimaanlagen. Finde mit dem Temperaturschema heraus, wo sich die kalten und heißen Ecken des Krankenhauses befinden. Sorge dafür, dass überall im Krankenhaus Wohlfühltemperaturen herrschen, um unsere Temperaturkomfortwert zu optimieren. Okay, das hört sich doch gut an. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal schnell Pause hier. Und wir haben jetzt, Sekunde, bei Info ging das, oder wo ging das nochmal genau? Durst, nein, Temperatur. Okay, es ist einfach überall kalt, Leute. Das gehört schon alles uns? Nee, das hier... Ah, okay, das können wir kaufen. Sah es so, als ob uns das schon gehört. Nee, das müssen wir alles uns erst holen. Nun gut. Oh, und sogar ein Helikopterlandeplatz. Wow. Helikopterlandeplatz. Die Lags waren real. Okay, dann ist das jetzt erstmal hier unser Startgebäude. Und ich würde sagen, wir legen auch einfach mal direkt los. Ja, wir sollten hier am besten so einen Korridor erschaffen. Von hier kommen die Leute rein, gehe ich mal aus, ne? Hinten. Ich weiß ja nicht, ob die hier auch reinkommen können. Aber nee, ich gehe mal davon aus, dass das hier der Eingang ist. Deswegen sollten wir dann hier auch... Ich weiß gar nicht, warum es so ein bisschen laggy ist hier. Was ist da los, Spiel? Sollten wir hier auf jeden Fall anfangen, ein Zimmer zu bauen, und zwar die Aufnahme. Die bauen wir diesmal. Zimmergröße 2x3. Okay, warte mal, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als sonst. Ach, okay, das sieht einfach so aus, verstehe. Kriegen wir die denn hier so hingebaut? Nee, kriegen wir nicht. Warte mal, ich muss erstmal wieder... Okay, ich wollte das hier erstmal wieder schließen. So, da bekommen wir es nicht hin. Warte mal. So. Ach, das ist eine Klappe. Ah, damit die da rein können. Verstehe. Okay, Sekunde. Was ist denn, wenn ich hier jetzt noch... Hilft nicht, ne? Ne. Okay, können da denn mehr Leute arbeiten? Aufnahmestation. Kann hier einmal eine hin? Kann denn hier an die Seite eine? Nö. Lassen hier denn 2 hin? Nee. Okay, auf die Seite. Das ist jetzt aber auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Sekunde, ja, das möchte ich gerne nochmal abbrechen. Dann machen wir nochmal von vorne. Okay, die Aufnahme. Dann machen wir die Aufnahme hier so
quasi mitten in den Raum. So hier. Das mittig? Ja, doch. Okay, dann kann die Klappe... Joa. Weiß auch nicht, ob ich die nochmal... Die kann man scheinbar nicht drehen. Nee. Kommt die Klappe halt dahin. Und dann kommt hier auf jeden Fall eine hin. Und hier kommt die zweite hin. Dann, hey. Dann haben wir zumindest zwei Aufnahmedinger. So, erhöht die Krankenhausattraktivität. Tonbandmaschine. Weiß zwar nicht genau. Ah ja, mir wurde auch schon häufiger in die Kommentare geschrieben. Sekunde, das, ach, hier geht's jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Dass man die Objekte auch ein bisschen angenehmer drehen kann. So ein Mini-Aktenschrank. Ach guck mal, der passt sogar noch da unter. Ja, das ist doch geil. Dann packen wir doch hier mal ein paar Aktenschränke hin. Da geht's nicht. Achso, das hier kann jetzt gerade gar nicht genutzt werden. Dann packen wir den halt dahin. So, so ein Abfalleimer kann da ja auch nochmal mit rein. Also Prestige 2 hätte ich halt schon gerne. So. Dann haben wir hier die Aufnahme zumindest. Stellen wir erstmal nur einen Assistenten ein, würde ich sagen. Oder das sollte am Anfang ja genügen. Einstellen. Okay, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Ja. Ihr habt wahrscheinlich ja mitbekommen, dass die Pause hier... Ein bisschen länger war die Aufnahmepause. Kundenbetreuung verbessert die Aufnahme- und Verkaufskompetenz. Aufnahme nochmal. Kundenbetreuung 3 und 4. Okay, das ist natürlich heftig. Holen wir uns den Pam. Kostet natürlich auch gut was. 2000, er bekommt ein stattliches Gehalt, ne? Aber hey, ja, wenn die Leute dann schnell bedient werden, dann passt das schon. Okay, dann fangen wir jetzt aber an. Wir brauchen auf jeden Fall eine Arztpraxis, Leute. Ich denke mal, da sind wir uns ja alle einig. Und die machen wir... Ja, machen wir sie ruhig 4x4, oder? Wie viel Platz ist denn... Sekunde. Platz 1, 2, 3, 4, 5. Danach hätten wir nochmal ein 4x5-Feld. Aber dann ist hier zumindest genug Platz. Und hier rüber, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sogar. Dann können wir hier nochmal so 4x4 oder 5x4 hinpacken. Wir wollen das ja nicht zu voll bauen alles und wir haben ja noch relativ viel Platz, um uns notfalls noch ein bisschen zu vergrößern. Ich packe mal die Tür hier hin und ich habe auch gehört, dass hier Fenster, die nach innen zeigen, das wollte ich jetzt mal ausprobieren, dass die auch noch, genau, das Prestige erhöhen. Verrückt. Wer baut denn in einem Krankenhaus... Fenster in die Räume rein, wo die Patienten sind. Der Grants, richtig. Gut, so rum sieht das schon mal gut aus. Es ist, wenn ich die Kamera drehe, immer bleibt es kurz stocken. Also es liegt nicht am YouTube-Video, Leute. Es liegt tatsächlich am Spiel. Fragt mich nicht, was da los ist. Ich weiß es auch nicht. Hatten wir doch davor nicht, oder? Oder ihr habt schon verdrängt. Nun gut, ah ja, in jede Ecke gehört natürlich eine Pflanze, Leute. Ihr kennt das ja, ihr seid ja Profis, ne? Und eine Heizung, stimmt. Sekunde, wir brauchen ja auch... Warte mal, erstmal kann hier noch ein Teppich hin. Muss mal gleich eben kurz mit STRG gucken. Wurde mir jetzt ja extra häufiger in die Kommentare geschrieben, dass ich das mal ausprobieren soll. Okay, bei Postern wird es wahrscheinlich nicht gehen. Packen erstmal ein paar Poster hin. Kriegen wir es auf 4 hochgepusht, Leute? Ja, ich glaube schon, oder? Guck noch mal ein Zertifikat hin. Okay, jetzt hat es gut geklappt. Dann hier der Silberstern. Ja, das kriegen wir. Ich glaube, das kriegen wir sogar relativ leicht. Ne, jetzt ist aber wieder... Ja, sorry. Ich muss mal gucken, woran das liegt, Leute. Ich weiß es nicht. So, 4 sollten wir das easy bekommen. So, jetzt mit STRG wurde gesagt, ne? Ach so, nee, da kann ich so, ja. Da kann ich so ein bisschen, vielleicht mit Shift, nee. Oder muss ich dann noch Y, guckt euch das mal an. Genau, so kann ich nur 90 Grad, aber wenn ich STRG drücke, dann kann man das noch so, ist ja cool. Könnte also jetzt hier zum Beispiel den Stuhl so dahinstellen und, ja, eine Jukebox. Ich weiß immer noch nicht so recht, was eine Jukebox hier in diesem Zimmer zu suchen hat. Aber es wird bestimmt
Wird bestimmt seinen Grund haben. Mülleimer wäre natürlich auch noch schön. Wie gesagt, das ist ja im Prinzip da, Mülleimer. Im Prinzip sowieso alles nur dafür da, dass wir unser Prestige hochgepusht bekommen. Ich weiß nicht, ob wir es auf Krampf jetzt auf 5 hochgepusht haben wollen. Ich glaube, das wird dann irgendwann noch zu viel des Guten. Jetzt ist die Frage, wie das mit den Heizungen aussieht. Haben wir ja noch nie gebaut. Zum einen, wo kann die hin? Hier an die, also Heizung soll ja schon an die Wand, ne? Die Frage ist, wie viel heizt die denn? Also reicht die Heizung jetzt dafür? Man weiß es nicht. So, den kann ich jetzt auch. Ach, guck dir das mal an, der ist schon cool. Also, oh, ich muss STLG aber gedrückt lassen in der Zeit. So, dann haben wir den auch. Und ja, das soll es dann schon gewesen sein wahrscheinlich, ne? Wir können hier nochmal ein Poster hinmachen. Wir wollen ja auf Stufe 4 zumindest hoch. Und das geht mit Postern immer wieder ganz wunderbar. Jetzt ist die Frage, wird diese Heizung, weil ich habe jetzt noch nicht Play gemacht natürlich. Ah ja, guck mal. Das sollte ja wohl noch Wohlfühlcharakter haben, oder? Ich hoffe es doch mal. Gut, das heißt, wir müssen jetzt auch noch zusätzlich immer bedenken, dass wir Heizungen brauchen. Können wir mal eben hier eine Bank hinpacken. Dann ein Abfalleimer ist auch immer wichtig. Und eine Heizung jetzt halt. Hallo? Wo ist die Heizung jetzt schon wieder hin? War die Heizung ganz oben? Nee. Können auch suchen nach Heizung. Da, Heizkörper. Oh ja doch, die strahlt aber gut Energie ab. Also die strahlt gut Wärme ab. Ich pack mal hier noch eine hin. So. Weil hier wird ja dann wahrscheinlich der nächste Raum hinkommen. Und können wir hier noch eine hinpacken. So, dann sind zumindest die Bereiche hier schon mal ganz warm. Okay, Pflanze. Könnte noch hier in die Ecke. Denn ihr wisst ja, ne? Die Attraktivität des Krankenhauses wird maßgeblich von den... Obwohl die Pflanze, nee, da will ich die gar nicht haben. Vor die Heizung soll ich die jetzt nicht stellen wahrscheinlich, ne? Ja, guck mal hier, wir packen hier nochmal eine hin. Also man muss jetzt schon ein bisschen planen, wie man das alles haben will. Ja, hier nochmal eine Pflanze hinstellen. So. Okay. Wir brauchen noch eine Apotheke. Also ich würde hier ganz gerne wahrscheinlich noch weitere Allgemeinmedizin Räume hinmachen. Auf der anderen Seite auch. Wir brauchen noch eine Toilette. Und wir brauchen, wie gesagt, die Apotheke. Aber die Apotheke, da kriegen die dann ja schon immer ihre Medikamente. Hm. Vielleicht mache ich die auf die andere Seite. Aber dass hier erstmal alles so beisammen ist. Wir können natürlich auch eine Toilette hier hinmachen und einen Mitarbeiterraum. Den brauchen wir ja auch noch. Was ich aber erstmal machen wollte, war, dass wir hier Snackautomaten hinstellen. Ich hoffe, dass die dann nicht allzu sehr... Ich baue mal eben auf die andere Seite erstmal die Apotheke, Leute. Ach ja, und eine Diagnose könnten wir natürlich auch noch bauen. Meine Güte. So, guck mal, da kann sogar noch was hin eigentlich. Wie viel Platz haben wir denn hier? 9. Also würde ich sagen auch, wir können hier 4x4 und 4x5 machen. Klingt nach einem soliden Plan, Leute. Ich setze auch hier die Tür mal, ja, hier so hin. Und das Gerät, der Gerät... Kann ich den jetzt zum Beispiel auch so... Ah ja, guck dir das mal an. Das ist ja geil. Da war es eben grün. Das wäre doch ganz geil, wenn wir den... Achso, das ist immer grün, wenn man das gerade platzieren will, ne? So. Zack, direkt Prestige 2. Aber ihr kennt uns. Wir wollen natürlich das Prestige noch weiter pushen. Erstmal packen wir jetzt aber Heizkörper dahin. Ich habe keinen Feuerlöscher in dem anderen Raum. Muss ich eigentlich... Also wenn ich drehe, das ist echt nervig. Das ist echt... Weiß nicht, ob das jetzt an dem Level hier liegt oder... Weil sonst hatten wir das Problem ja nie. Ich
gehe jetzt einfach mal davon aus, dass schon wieder so auf 3 oder was? In dem Raum konnte ich, glaube ich, genau keinen Teppich legen. Oh. Das heißt, wir müssten es jetzt über die Poster wieder machen. Ich muss mal irgendwie noch mehr Poster freischalten. Und ich fühle mich immer so ein bisschen cheap, wenn ich, die Wände mit Postern voll klatsche. Nur um nochmal auf Prestige 4 zu kommen. Aber ja, wenn es so funktioniert, was soll man machen, ne? So, Zertifikat, der Silberstern wird natürlich auch nochmal ausgestellt hier. So. Hier die fliegenden Enten meinetwegen. Und ja, so viel Krams haben wir hier gar nicht. Wasserspender, ich weiß zwar nicht, ob da jemals irgendwann jemand sich Wasser geholt hat dran. In diesen Räumen, ich glaube nicht. Feuerlöscher holen wir uns auf jeden Fall, aber in dem Raum hier. Ein Abfalleimer geht auch immer. Und, ach ja, guck mal, so ein Arzneischrank, stimmt. Die bringen ja sogar einen richtigen Vorteil. Da muss man sich ja nicht mal schämen, wenn man die hier reinstellt. Die erfüllen ja sogar einen wirklichen Zweck. So. Welches Poster? Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, Leute. Ich sehe da gar kein Poster. Da könnten wir bestimmt noch einen hinpacken. Sekunde. Wir packen mal. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich will nur. Ich will nur das hier doch nochmal woanders hinhängen. Nämlich hier. Hinter der Gerät. Da stört es uns nicht. So. Prestige. Sehr gut. Und das ist nur ein Dekorationsobjekt. Das heißt, wir packen hier nochmal einen weiteren hin. So eng an eng. Der bringt ja wenigstens auch einen wirklichen Vorteil. Und dann packen wir hier draußen auf jeden Fall nochmal einen Getränkeautomaten hin. Genau. Das Spiel wusste schon direkt, was ich machen möchte. Ein Abfalleimer hier an die Ecke. Brauche ich da nochmal eine Pflanze? Boah. Es geht eigentlich. Oder hier ist jetzt nicht ganz grün, aber Leute sollen sich nicht so anstellen. ja, erstmal eine Bank davor. Damit die Leute hier sitzen können. Wie sieht es denn wärmetechnisch aus? Wir brauchen wahrscheinlich noch eine Heizung hier, ja. Ich könnte die Heizung natürlich auch so hinbauen, aus Platzgründen. Oh, ist es jetzt hier schon zu warm? Ist halt irgendwie, weiß ich nicht, man sieht halt nicht, ob es auch zu warm gibt. Aber wahrscheinlich ja, oder? Kann ich die jetzt schon... Wenn ich die jetzt weggebe? Also das andere ist, glaube ich, zu warm gewesen. Wir packen die jetzt mal hier hin. Und dann könnten wir... Könnten wir hier hinten an das Ende ja noch eine ranpacken. Jetzt ist die schon fast zu warm. Aber die ist noch nicht so heiß. Ich glaube, das geht, Leute. Ich glaube, das ist noch im Rahmen. Okay, eine Pflanze brauchen wir hier aber noch. Zack. So. Und dann packen wir hier mal so einen Broschürenständer hin. Gegen die Langeweile. Schuppig kriechender Korb. Hier so eine Uhr. Damit die Leute auch wissen, wie lange sie schon ihre Zeit hier in unserem Krankenhaus vertrödeln. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen hier drüben nochmal Toilette und Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter hin. Und dann stellen wir natürlich auch erstmal noch wieder ein bisschen Personal ein. Und zwar zum einen brauchen wir einen Arzt. Ja, ist eigentlich sogar egal welche. Wir können jetzt verärgert andere Leute, ist natürlich nicht so cool. Will mehr Geld. Inspiriert. Inspiriert andere Menschen. Und hält rote Marmelade für überbewertet. Ja, damit kann ich leben. Mit den Gehaltsvorstellungen auch. Obwohl, guck mal, die hier. Ne, warte mal. Die war das, die mehr Geld will, ne? Ja, wir nehmen die hier, Leute. Die Luna Horn. Eine Medizinstudentin. Und die wird ab sofort hier arbeiten. Und wir brauchen noch einen Krankenpfleger. Da können wir auch ein bisschen drauf gucken, was die so haben. Positiv. Okay. Zufrieden als der Durchschnitt. Und hat eine feste Lieblingsmarmelade. Wenn die nicht rot ist, dann kann er sich wahrscheinlich... Liebt das was? Liebt das Kauen. Ach so.
Ich dachte erst das Klauen. Ständiges Ziel unerwiderter An... Oh, nee, das ist inspiriert. Oh ja, hier. Inspiriert andere Menschen. Langweilt Leute zu Tode. Ständiges Ziel unerwiderter Anbetung. Ich glaube, die hier oder er, Kim Parker, ist der Beste oder die Beste. Man weiß es nicht. So, dann Krankenhausstufe sollen wir erhöhen. Wir können mal langsam hier zumindest wieder loslegen, würde ich sagen. Die Toilette und das Dingens, diese Mini-Lags, die sind schon so ein bisschen nervig, muss ich sagen. Weiß auch nicht genau, woher die auf einmal kommen. Das hatten wir ja sonst nicht eigentlich. Na, nun gut, okay. Aber nachher nochmal das Spiel einfach neu starten. Ja, reichen zwei Toiletten hier? Vielleicht sollten wir einfach, mir wurde auch schon gesagt, ab und an hätte ich vielleicht ein paar mehr Toiletten ruhig bauen können. Also mehr Toiletten im Sinne von halt mehr Räume. Damit die Leute nicht immer so mega weit rennen müssen, um aufs Klo zu können. Ja, ganz ehrlich, muss es jetzt hier auf dem Klo... Da packen wir doch hier lieber noch eine weitere Toilette hin. So, das Prestige hier ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Gerne noch eine Pflanze in die Ecke, ihr kennt mich ja. Das folgende Gerät kann durch ein Update leistungsfähig Medikamentenmixer. Ach ja, und da fällt mir gerade auf, wo es gerade gesagt wird, wir brauchen natürlich noch weiteres Personal, und zwar in Form eines Hausmeisters. Bitte halten Sie still. Wir haben hier zwei Geisterjäger. Okay, ich glaube, wir nehmen mal lieber einen Mundtat. Leute, auf denen er begegnet, lässt überall im Krankenhaus Abfall liegen. Das ist schlecht, der soll das ja sauber machen. Hat eine Höhe des G-Tempo. Ihr ist kein Lehrplan zu kompliziert und inspiriert. Ja. Dann würde ich mal sagen, du bist engagiert. Sogar ein Geisterjäger. So. Okay, was ist da jetzt schon wieder los? Diagnosebeschluss. Ein unserer Patienten, Nathalie Kistner, hat all unsere Diagnose zum Abgeklappt. Wir sind uns mit der Diagnose aber nur zu 55% sicher. Patienten, nee, Patienten bitten zu warten. Okay, pass auf. Dann müssen wir erstmal noch eine Diagnose bauen. Dafür pausieren wir kurz. Die Diagnose, die muss 3x3 sein. Wir könnten hier... Machen wir so 3x4? Wir könnten sogar noch einen höher gehen, ne? Oder wir können... wir könnten es auch so machen. Sieht aber irgendwie auch doof aus. Lassen wir es bei 3x4. Ist ja ein bisschen größer als vorgegeben. So, dann brauchen wir eine Tür, habe ich gehört. Die Tür sollst du bekommen. Ein Easy Scan. Das weiß ich gerade nicht mehr. Ist das das Gerät, wo der Arzt dran muss? Ja, ich glaube. Ne, weil hier ist ja stimmt. Das ist der Untersuchungstisch. Da muss der Patient wahrscheinlich rauf. Und nein, erstmal der Easy Scan, Leute. Den können wir hier sogar daneben stellen, ohne dass es Probleme gibt. Ja, perfekt. Wieso habe ich das denn nie gemacht? Okay. Muss auch gleich wieder an die Heizungen denken. Hier drin werden wir definitiv eine gebrauchen. Warte mal, die Waage. Genau, die bringt ja nochmal ein bisschen Diagnosesicherheit und all sowas. Auf welches Prestige-Level ziehen wir denn jetzt ab, Leute? Auf Prestige 3 oder 4 sogar? Schwierig. Abfalleimer. So. Die Poster gehen immer, wisst ihr ja. Clownerei. Clownerei ist nicht zu spaßen. Eine Uhr wäre noch schön. So. Okay, jetzt sind wir schon auf Prestige 3. Dann können wir auch meinetwegen gerne auf Prestige 4 gehen. Das sollte drin sein. Sprungkiste. Weiß immer noch kein Mensch, glaube ich, wofür das Ding gut ist. Fliegenden Enten. Zack. Ah ja, der Heizkörper. Ganz wichtig. Mensch, fast vergessen. Auch wenn wir den hier so zentral hinstellen, sollte das ja ganz warm sein für die. So. Okay, und die Leute können da scheinbar sogar noch durchgehen. Zumindest wird ja nichts Gegenteiliges angezeigt. Ist ja noch nichts rot oder mit diesem Symbol, dass man es verkaufen kann, weil niemand da rankommt. Okay, Aktenschrank bringt nichts. Dann
Packen wir halt noch hier zwei Arzneischränke ran. So. Jetzt wird es schon wieder so. Jetzt sind wir an dem Punkt, ne? So auf Krampf auf Stufe 4. Nochmal alles hier zukleistern. Könnt noch was in die Mitte stellen. Oder alte Hypnostab. Und. Da bekomme ich irgendwo noch so einen Silberstern hingeklatscht. Hier vielleicht. So, na siehst du wohl. Zack. Okay. Und was braucht man hier nochmal? Hier arbeitet ein Krankenpfleger. Dann holen wir uns noch einen weiteren Krankenpfleger, Leute. Und dann würde ich sagen... Oh, wieder die Qual der Wahl. Inspiriert und langweilt, den kennen wir, glaube ich, schon. Schwache Blase. Muss öfter zur Toilette. Ich glaube, das ist halt kein negatives Ding, oder? Oder macht das irgendwelche Leute unzufrieden oder so? Ich glaube nicht. Wir stellen sie mal ein, packen sie auch hier rein. Und dann, bevor wir wieder auf Play machen, Leute, würde ich sagen, machen wir tatsächlich hier erstmal einen Cut. Folge ist wieder relativ lang geworden. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid hier bei Two Point Hospital. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Bock habt, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.